die Welle in der Schwerin Arena Pachale bei der Angabe 8:3 für Schwerin. Den Part von Janine Völker kann leider niemand mehr holen. 8:4. Dominik Steffen Frisur bei der Angabe. Außen am Block vorbeigeschlagen, die Linie lang. Maja Adam Ilic. 8:5. Julia Retzlaff macht es hier gleich. Den Ball am Block vorbeigeschlagen ins Feld. 9:5. Retzlaff, Angabe, Schweriner SC. Der Ball im Netz. 9:6. Der Ball vom Schweriner Block ins Aus, 9:7. Lehmann bei der Angabe. Der Ball ist weg, aber scheinbar eine Schwerinerin dran, denn der Punkt geht nach Suhl. 9:8. Es steht 8:9 vor dem Heidelberg zu Suhl. Lehmann bei der Angabe. Der ist soweit. 10:8. Patricia Thormann bei der Angabe für Schwerin. Retzlaff Ball bleibt im Block hängen und dann kann sie nicht wiederholen. 10:9. Maler Adam Ilic. Der Ball von Lehmann geht durch den Block von Anja Brand, 10:10. Adam Ilic bei der Angabe. Bachale schlägt den Ball ins Netz, 10:11. Auszeit genommen vom Schweriner SC.
das wird ein spannendes Jahr. Die Auszeit vorbei, Adam Milic bei der Angabe für die Gäste, 10:11 steht es in der Schmeriner Arena. Und der Block der Schmerinerinnen erfolgreich, 11:11. Jule Paul tritt an zur Angabe. Geschlagen, Anja Brand. 12:12 für Schwerin. Und Anja Brand erneut mit dem Block. Diesmal erfolgreich 13:11. Der Ball im Aus, 13:12. Manja Simank nun versucht bei der Angabe. Brand erneut cross geschlagen. 12:14. Christine Gasberg geht nun vom Feld. Lisa Thompson kommt für die Angabe bei Schwerin. Parale schlägt den Ball an das Gestänge. 14:13. Thum mit der Angabe für Suhl. Parale schlägt den Block an und von da aus geht der Ball ins Aus. 15:13. Anja Brand bei der Angabe. Ins Netz gegriffen und damit der Punkt für Suhl. Angabe. Nun bei Suhl kann nicht abgewehrt werden. 15:15. Rapajic bei der Angabe. Nun erneut. Und der Ball von Pach.